Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Tekken Tag Tournament 2. Und heute werden wir mal ein bisschen unsere Charaktere anpassen. Gucken, was für skurrile Dinge wir denn irgendwie an die Köpfe schrauben können. Okay, wähle einen Charakter zum Anpassen und Tag registrieren. Okay, erstmal Charakter anpassen. Bin ich mal gespannt, was wir so machen können. Also mein Main-Charakter ist gerade Forest Law. An den werden wir uns auch mal orientieren. Können wir den komplett neu einkleiden? Geht das auch? Scheint wohl so. Yep, da steht er schon. Können wir schon drehen. Alles klar. Das ging ja schon seit Tekken 5, meine ich. Da konnte man die auch schon so lustig einkleiden mit Schwertern und allem möglichen Zeugs eigentlich. Okay, Gegenstand ausrüsten. Wie es aussieht, haben wir eigentlich gar nichts. Wir sollten vielleicht mal was kaufen. Ich habe irgendwie 6 Millionen. Okay, ich dachte, ich hatte viel Kohle, aber bei den Preisen? Eieiei. Gucken, was wir so Nettes haben. Ich finde das Superhelden-Outfit schon genial. Das gab es ja auch für Bob. Ich guck mal, ob es für Bob wieder hier in dem Spiel gibt. Wollmütze, Cowboy-Hut, Bandana, rasiert. Okay. Nah, sieht scheiße aus. Polizeisirene. Jawohl. Verschiedene Haarstyles. Samurai-Zopf. Davon gefällt mir ehrlich gesagt nichts so wirklich. Jetzt mit so einer schicken Sonnenbrille. Oh yeah. Hipsterbrille. Die gibt's auch wirklich überall. Verschiedene Jacken, Lederjacke. Ich werde ihm was ganz komisches anziehen. Irgendwas so richtig dämliches. Ja, Shaolin-Oberteil, das ist alles so Standard. Kennt man alles. In Soul Calibur gab es so komische Dinge. Muss ich das wahrscheinlich noch freispielen oder so? Ich habe keine Ahnung. Hier scheine ich gar nicht so viel zu besitzen. Nur so verschiedene Brillen. Freier Oberkörper, chinesisches Rüstungsoberteil. Boah, ganz schön groß. Ah, hier geht's noch weiter, okay. Wusste ich gar nicht. Da haben wir das Unterteil vom Superhelden. Kung-Fu-Hose, Trainingshose. Wie sieht's aus mit der Trainingshose? Ja, ein bisschen zu locker für meinen Geschmack. Super Ladegerät. Mit 2 Batterien hinten drin. Ein Bärenschild. Yeah! Wunderbar. Nagelschläger. Eieieiei. Buckler ist ein einfaches Schild. Engelsflügel für Forest Law. Genau. Dann haben wir nochmal das Ladegerät. Ausgestopfte Nase. Genial. Achtung, Bären. Okay. Ah, das ist so ein Schild, okay. Rotes Strahlenschild. Uiuiui, schick, schick, schick. Amos Bogen. Hier haben wir noch ein Sturmgewehr. Sieht aus wie die Famas. Könnte es auch vielleicht sein. Okay, wir müssen irgendwas kaufen. Irgendwas Dämliches. Ich finde das Ladegerät ehrlich gesagt sehr lustig. Ja, das werde ich auch mal kaufen. So ein Schwarz, das gefällt mir ganz gut. Kommt einfach mal hinten dran. Okay. Haben wir hier noch so? Ich brenne darauf, das ganze Superhelden-Outfit zu kaufen. So teuer ist es gar nicht. Also, los. Moment, wir können auch eine andere Farbe auswählen, oder? Moment. Geht doch garantiert. Kategorie ändern, bestätigen auswählen. Na, hier können wir rein und rauszoomen, aber. Modellansicht, ne? Da sind mir noch andere Farben aufgelistet, irgendwie. Egal, ich kauf's erstmal so. Vielleicht geht das auch noch hinterher. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall was für den Kopf. Den Ritterhelm, genau. Warum die Superheldenmaske nehmen, wenn wir den Ritterhelm haben können? Yep. Ziemlich cool, das Ganze. Gefällt mir sehr gut. Ich brauch aber noch ein Oberteil. Genau. Okay, irgendwie fehlt mir jetzt aber die richtige Hose.
Okay, wir haben es gekauft. Wir müssen jetzt erstmal alles anlegen, glaube ich. Da haben wir die Superheldenmaske. Superheldenoberteil. Unterteil. Oh, eine Ananas. Hey. Stimmt, wir können ja die ganzen Sachen auch benutzen im Kampf. Die machen dann auch ein bisschen Schaden. Bisschen blöd, aber auch ziemlich lustig. Schau mal, ich habe dir noch nicht alles angelegt. Was ist das denn? LED-Effekte? Okay. Das sieht ganz schick aus. Da ist er. Jawohl, wir können sogar noch ein Foto von dem machen. Okay, machen wir doch glatt meins. Ah, schauen wir mal. Ein bisschen näher ran vielleicht. So hoch, so vielleicht. Okay. Nee, das sieht scheiße aus. Vielleicht ein bisschen rauszoomen. Wie zoome ich denn raus? Reinzoomen, rauszoomen. Noch ein bisschen höher. Nee. Kein begabter Fotograf hier. Am besten nur vom Gesicht, so schräg von der Seite, so. Ja, so sieht gut aus. Okay, wollen wir mal die Kamera bewegen? Muss ihn da irgendwie in den Shot kriegen. Moment, Kamera bewegen. Mache ich doch Y und... Und dann machen wir es anders, machen wir es so. Dürfte reichen. Ja, das gefällt mir sogar ziemlich gut. Okay, wunderbar. Anpassungskünstler. Wir haben den Charakter angepasst. Okay, aber das ist mir noch zu wenig. Schauen wir mal, was wir noch so ausrüsten können. Wir haben ja noch schließlich unsere Batterie. Die muss ja auch noch irgendwo sein. Ich glaube, wir können das gar nicht anlegen. Schauen wir mal. Da ist das Ladegerät. Doch. Ja, das hat er auf dem Rücken. Der ewig geladene Superheld. Oh. Ah, das gefällt mir schon ziemlich gut. Okay, hat er das jetzt übernommen? Nee, ich habe es vergessen zu übernehmen. Das haben wir doch gleich. Modellwaffe. Ziemlich lustig, dass man die auch einsetzen kann. Okay. Alle Gegenstände entfernen. Nein, alle Gegenstände speichern würde ich gerne. Da muss ich wieder ein Foto von dem machen. Wie blöd. Jedes Mal, wenn ich irgendwas ändere. Ja, so ungefähr. Okay. Irgendwas kaufen wir ihm aber noch. Irgend so ein Schild, so ein Laserschild oder was. Irgend so was Nettes. Moment, das haben wir gleich. Irgendwelche Accessoires. Hier haben wir ein grünes Strahlenschild. Ich hätte aber gerne das rote. Schmetterlingsflügel, oh. Genau, das hätte ich gerne. Das rüsten wir dem aus. Ah, das muss ich durch das Ladegerät ersetzen wahrscheinlich, oder? Hast du die Modellwaffe angelegt? Die wollen wir nicht. Ja, ich kann nicht zwei auf einmal haben. Schade. Müsste aber eigentlich gehen, finde ich. Ah, ich kann das auch nicht behalten. Ne, ich will eher das Ladegerät nehmen. Ich finde das lustiger. Ja, perfekt. Nice. Gefällt mir sehr gut. Das müssen wir ja nicht speichern. Haben wir schon ein Foto gemacht. Das sieht schon mal ziemlich nett aus, würde ich sagen. Okay, gehen wir mal wieder zurück. Ich hoffe, der hat die Einstellung jetzt gespeichert. Ja, hat er auf jeden Fall. Okay. Wen nehmen wir denn jetzt nochmal? Bob. Ich wollte unbedingt gucken, ob für Bob vielleicht auch ein Superhelden-Kostüm hier verfügbar ist. Also, Gegenstand kaufen. Pferdeschwanz, verschiedene Frisuren natürlich. Ja. Superheldenmaske gibt's ja. Wie wir natürlich im Ende gesehen haben.
so geil, dieses Outfit für Bob. Ich finde, das passt, das steht ihm am besten. Aber ich spiele nicht mehr so sehr mit Bob wie damals. Da hatte ich in Tekken 6 nur das Superheldenkostüm. Ich gehe mal komplett zurück. Okay. Lass mir mal Jin an. Ich denke, das Superheldenkostüm dürfte jetzt jeder haben. Ich finde dieses Outfit, was er jetzt hat, badass. Das ist nämlich das Outfit von Tekken 3 und das fand ich bisher am geilsten von ihm. Das ist schon ziemlich nett. Kaufen. Erstmal was kaufen. Gucken, was wir so Schickes haben. Langer Zopf. Holy shit. Genial, man kann die so verunstalten. Käsenschnitt. Holy shit, das sieht schon fast gar nicht mehr aus wie Jin. Also Jin seine Frisur zu verändern, ist, finde ich, ein Verbrechen. Ja. Motorradjacke, Handschuhe. Das finde ich, würde ich ganz okay finden. Ja, das sieht geil aus. Das würde ich auch direkt so kaufen. Das können wir so lassen. Krone finde ich vielleicht ein bisschen scheiße, aber okay. Geschmackssache. Smoking Jacket und Handschuhe. Boah, geht so. Schuluniform, Superhelden-Oberteil. Er hat das in Rot, glaube ich, oder? Ja. Aber man kann die Farbe noch irgendwie ändern, weiß noch nicht wie. Okay, das war jetzt Oberteil. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Hose. Lederhose und Stiefel dürfte das eigentlich sein. Oh ja, das ist ganz okay. Okay, noch irgendwas? Vielleicht ein Accessoire? 800.000 habe ich noch. Aufziehschlüssel? Nö. Eine Pistole würde doch super passen. Engelsflügel. Nicht so viele Auswahlmöglichkeiten wie in Soul Calibur jetzt, weil da hat man wirklich extrem viel und man kann die wirklich richtig individuell anpassen. Schauen wir doch mal. Jetzt nur mal Frisuren, die werde ich auf gar keinen Fall ändern. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Gucken, was wir noch so für Accessoires haben. Vielleicht hänge ich dem auch eine Ananas irgendwo dran. Okay, ausrüsten. Torradjacke und Handschuhe. Und die Lederhosen und Stiefel. Ja. Ganz nett, ganz nett. Nein, jetzt machen wir ein Foto von seinem Arsch, genau. ich will eigentlich weitermachen. Egal, machen wir einfach mal ein Foto. Ja, ja. Ausrüsten. Okay, sein Bild, Zorn, Effekte. Da haben wir das Kampfmesser, das hält er sogar in der Hand. Cool. Wir haben sogar ein schwarzes Messer. Das hält er sogar nach oben. Auch nicht schlecht. Ein Pilz. Hält er den auch in der Hand? Eine Bambussprosse. Hat er den Baseballhandschuh in der Hand oder an? Dann wirft er garantiert einen Baseball oder so. Ah, hat er an der Seite, okay. Shoryuken! Nicht wirklich. Nicht hier Street Fighter und Tekken verwechseln. Handfeuerwaffe. Ganz nett, aber irgendwie nicht so mein Fall. Ich hänge gleich einen Pilz an der Hand, oder? Die Ananas, wo hängt die denn? Wahrscheinlich auch an der Seite. Yep. Er ist der Biker mit der Ananas. Lass ich. Absolut genial. Machen wir das Foto so, dass die Ananas vielleicht noch drauf ist, oder? Oder machen wir einfach ein Foto von der Ananas? Nein. Schauen wir mal. Irgendwas Lustiges. So seitlich vielleicht. Ein bisschen weiter runter. Ein bisschen weiter hoch. Muss ich vielleicht ein bisschen weiter rauszoomen.
Nee, das ist scheiße. Das muss schon wirklich eine Nahaufnahme sein, finde ich.